Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Genau. Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Alles klar. Ja, verstehe schon. Gut. Wenn du cool bleibst, wirst du dich hier ganz schnell einleben. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Natürlich, du natürlich, ne? Gut. Fahrenheit. Eine neue Spielfigur in Good Neighbor. Hallo, kleiner Bauer. Willkommen zu unserem... Ach, geh einfach mal mitten im Gespräch weg. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Klingt interessant. Das könnten wir dann gebrauchen. Was haben wir denn hier für Waffen? Partystarter. Ah, das ist bestimmt ein Raketenwerfer, ja. Natürlich ist das ein Raketenwerfer. Kostet aber auch nur 11.000 oder so. Eine Plasmapistole. Na. Ein Superhammer. Scheint ganz nice zu sein, so ein Superhammer. Den brauchen wir aber nicht, nehme ich an. Nee, nee. Das scheint schon eine krasse Pistole zu sein. Oder ist das überhaupt eine Pistole? Ja, eine Laserpistole. Ha. Nicht schlecht, so eine Laserpistole. Wow, geil. 44er, eine neue. Was haben wir denn hier für Pistolen? Ich muss mal gerade gucken. Na, die kann ich hier verkaufen. Die hat 84 Schaden, okay. Lassen wir die dann mal. Ich habe doch noch eine andere Pistole, oder? Hatte ich nicht noch eine andere? Hier die. Die macht 55 Schaden. Lassen wir die mal. Die lassen wir mal. Verkaufen wir einfach mal. Ich könnte auch das hier mal umtauschen gegen was anderes, ne? Wäre vielleicht besser. Brustteil. Oh, die kostet aber 20.000. Wer kommt denn darauf, 20.000 zu machen? Teilrüstung, ja. Kampfrüstung. Egal. Ich werde mir Munition kaufen. Ich muss aber gucken, was für Munition ich gebrauchen könnte. Da. 308er Patrone haben wir noch ein paar. 38er haben wir noch genug. 44er könnte ich mir neu kaufen. Ah, das könnte man noch. Schrotmunition würde ich mal sagen. Ah, hier Schrotpatrone. Ach Gott, jetzt sind die draußen wieder laut und ich kann das Fenster nicht schließen. Gebt mir doch alles auf den Sack, okay. Bla bla bla, Mr. Freeman, bla bla bla. Die machen immer so einen Stress draußen. Und vor allem nachts sind die total laut. Finde ich nicht nett. Finde ich überhaupt nicht nett. Eine Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sage ich nicht. Bla bla bla, Mr. Freeman, bla bla bla.
Nee, ich möchte mich erinnern, was passiert ist. Dafür sind wir ja hier. Wind. Nervige Leute draußen. Ja, ich habe Probleme. Okay. Sieh an, sieh an, Mr. Valentine. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Du flirtest mit einer Maschine, ja? Oh Gott. Zu Amari? Sie ist unten. Und wer, du bist wer? Was ihr auch vorhabt. Ich muss es nicht wissen. Pass nur auf, dass der große Metallsoftie sich nicht verletzt, okay? Oh Gott. Du bist doch so eine kleine Nutte, oder? Ja, ja, ich weiß. Ach, das ist die Alte. Ja, warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Kelloggs Gehör. Ja. Du hast den Vortritt, Nick. Wir müssen in Erinnerungen graben, aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Rede weiter. Mr. Valentine ist ein Synth der älteren Generation. Aber dank der ähnlichen Architektur könnte das Gehirnimplantat passen. Das ist allerdings unglaublich riskant. Wir schließen immerhin etwas an sein Gehirn an. Keine Sorge, Amari. Meine Garantie ist sowieso schon lange abgelaufen. Du siehst doch aus. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Mal gucken, was sie da macht. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Mach doch nur Rumpfummel rein. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Ein Schloss? Sag mir, dass du eine Lösung hast. Mal nachdenken. Die Verschlüsselung ist zu stark für einen Geist, aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Legen wir los. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Das tue ich. Auf der anderen Seite. Denk an mich. Okay, dann mal rein hier. Dann gehe ich mal in eine virtuelle Realität, wenn man so will, ne? Ist ja nichts anderes. Kann sich ruhig setzen, Piper. Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind wir drin.
Mal sehen. Na? Weiß? Noch mehr weißer? Hörst du mich? Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Wäre vorteilhaft. Da. Ah, das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Ich glaube, wir sollten mal diesem Gehirnstrang hier folgen. Mal weitergehen hier. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsamer. Okay. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Okay. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich vor meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde. Nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Tja, sowas kommt vor, das ist traurig. Das ist ein Witz. Die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Was bedeutet das, Mama? Ich glaube, ach, nichts, Conny. Die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Hör zu, Conny. Ich glaub nicht. Nee. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Deinen Vater kannst du vergessen. Aber du bist nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Nein, du bist ein schlechter Junge. Ich hasse dich. Nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Nein, zum nächsten, würde ich mal sagen. Eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Ja, wir versuch's gehen mal hin. Mit der. Ist das Sean? Es wird alles nee. Gut gehen. Du wirst schon sehen. Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Das stimmt, du Arschloch. Warum hier niemanden? Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah, du musst uns eine Chance geben. Ich habe... Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt.
Ja, Leute, aber wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein. Ciao.